Glaube sein, dass es von draußen kommt. Ey, euer Spiel ist total abgefuckt, ey, das macht Geräusche. Solche Geräusche haben wir nicht im Spiel. Da. Ich nehme mal Klebeband mit. Da kannst du deine Flasche, wenn du eine Plastikflasche hast, kannst du das Klebeband drumherum wickeln. Dann ist sie stabiler. Eine Aussichtsplattform. Ich höre das Geräusch immer noch. Bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet? Ja, dann würde ich mir so langsam Sorgen machen. Ich möchte ihn nicht beunruhigen, aber so langsam. Jetzt gleich kommt irgendwie, wird das Geräusch immer lauter und auf einmal liege ich auf dem Boden tot. Ha. Wurde überfahren. Ich brauche einen Reifen. Du brauchst einen Reifen. Hier steht ein Auto. Ist denn Sprit und so drin? Ach, ich glaube, das kann man gar nicht reparieren. Nee, hier gibt es keine Interaktionsmöglichkeit. Schade. Kräne, das sind sogar mehrere. Drei. Warum ist das ein... ich sehe nur zwei. Zwei und ein großer Schornstein. Oh, da ist ein Ortsschild. Ich glaube, das ist. Wie ist das jetzt nochmal? Berenzino? Oh Mann, ey, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das alles ist. Da, ja, ist tatsächlich Berenzino. Aber hier gibt's doch. Hä? Das raff ich nicht. Ich stehe direkt am Meer, aber hier. Hä? Ach, egal. Ich sterbe hier eh gleich wieder. Hab's im Bild. Ja, ich bin rot hungrig. Hab ich was zu essen dabei? Nee. Wow, tot durch Verhungern. Ah, da ist ein Auto. Ich würde mal gerne wissen, ob die wirklich so komplett fertig in der Gegend rumstehen, die Autos, ob es das gibt, oder ob man da immer wie was friemeln muss. Ja, ich kann hier auch nur die Türen öffnen. Also das ist auch nicht betriebsbereit. Sieht aber schön aus, muss man schon sagen. So, jetzt gleich. Da vorne ist wieder ein Käffchen. Ein Käffchen. Ein kleines Kaff. Ach, das hier wird auch noch zu Berenzino. Oder was? Ach, Berenzino ist das, was sich so teilt und dann hoch zum Neubau geht, ne? Das war an der Ost... Also ich bin auf jeden Fall an der Ostküste jetzt. So ungefähr in der Mitte, glaube ich, ist das. Ja. Bisschen tiefer als die Mitte. Nee, ist doch noch kein Ortsschild. Aber ich durchsuche gleich mein Haus, vielleicht finde ich da ja was Essbares. Ein Äppelsche oder so. Oder Banenche. Ein Äppelsche? Ein Äppelsche. Aschebecher. Naja. Police Uniform Jacket. Mal hier. Ein Heatpack, das ist auch schon mal was rein. Das kann man so nicht. Ist das ein Gorka-Helm mit? Ich hab wohl keinen Helm. Was ist das? Eine kleine Axt. Na gut, mit meiner Axt, die ich habe, kann ich ja auch Dosen öffnen. Könnte vielleicht auch alles rausfallen. So wie bei mir gerade. Mhm. Ich hab's versucht aufzumachen, ist ein bisschen was daneben gefallen. Alles. Wie grobmotorisch kann man denn bitte sein? Hammer? Dose? Ich hab hier ein Gas-Ding. Soll ich das mitnehmen? Gas? Kartusche oder ein Ofen? Kanister. Ein Kanister. Na gut, ohne Ofen macht der nicht so viel Sinn. Ich nehme das mit. Wenn ich gleich Platz brauche, dann schmeiße ich ihn weg. Da liegt eine Pistole unterm Tisch. Was tut die da? Weiß ich nicht, aber ich habe sie mitgenommen.
Ah, da kommt ein Ortsschild. Elektro. Ja. Also kommt schön, in einem Kilometer. Schön, dass du wieder da bist. Ach, hier steht eine Cola. Hier liegt noch eine Pistole. Ach, Gesundheit. Dankeschön. Ich werde ja verrückt, was hier so an Pistolen rumliegt. In der Polizeistation. Ich bin ja gerade an der Tanke und ich habe gerade eine Cola gefunden, die an der Zapfsäule stand. Wow. Noch eine. Nehme ich doch mal direkt mit. Ah ne, die trinke ich direkt, weil ich durstig bin. Ein Stun-Baton. Mal da. MP133 Shotgun. Oder bald ich meine Pumpgun. Ist das überhaupt eine Pumpgun? Kann ich beide mitnehmen? Ja, natürlich kann ich beide mitnehmen. Cool. Das ist eine Säge. Nee. Damit kriegt man auch Dosen auf. Ja. Wobei, da hast du mehr Splitter, so Späne, dann in deinem Essen drin. Ich wäre mal für Munition. Ich bin im Zaun gelaufen. Da, schon wieder. Feeling hungry. Ja, I'm starving. I'm extremely hungry. I want to drink something. Ja, ich auch. Gehen wir mal hier in die Scheune, vielleicht ist da noch was Feines. Feuerwehrstation mit nichts drin, außer viel Luft. Gar keinen Bock auf die Scheißstadt. Ist doch schön dort. Muss nur aufpassen, in der Nähe vom Auto sind so ein paar Verrückte. Einer ohne Hosen. Laufe ich mit der Shotgun rum, wo ich nicht mit schießen kann? Oder mit der Axt, wo ich zuschlagen kann? Nimm die Axt. Du bist so ein Held, ne? Hast du deine Shotgun jetzt in deinen Körper reingetan, oder was? Das ist voll reingesteckt. Jetzt ist dir eine Shotgun weg, ey. Oh, ich will nicht noch hinwecken. Mal gucken, was zu essen. Krieg ich die auch auf? Tatsächlich. Ich glaube, wow. Gar nicht rein. Ich habe mit so einem Stun-Baton, mit so einem Prügel, mit so einem Knüppel, ja, die Dose aufgemacht. 4% sind geblieben. Also echt, da muss ja Grobmotorik hoch 3 sein. Wie soll das denn da raus? Du dellst es ja an sich erstmal nur ein. Und dann hast du dann irgendwann, aus der Delle wird dann ein Loch und dann kannst du da rauspulen. Du prügelst so lange auf die Scheiße ein, bis sie dir um die Ohren spritzt. Genau. Oh, 2 Frames, was ist hier los? IZH-Rifle. Will ich schon haben.
stehe auf Shotgun. Diesen Walkie-Talkie? Nee. Oh. Hier ein Butcher, hier ein. Metzgermesser. So ein dickes Beil. Metzgermesser. Metzgermesser! Oh, was ist denn hier kaputt? Die nächste Aufnahme mache ich auf jeden Fall. Friemel ich mal an den Einstellungen rum. Und tue alles mal auf niedrigste Stellen. Dann wird es wahrscheinlich immer noch rumlängen. Das sieht ja aber scheiße aus. Dislike. Ja, aber ganz ehrlich, bisher ist mir noch nichts aufgefallen von dem, was ich jetzt runtergestellt habe. Und die Schatten und die Wolken habe ich auf niedrigste, glaube ich. Ein Schlagring, schön. Glaube ich hier gerade mit 6 Frames. 6 Frames durch die Gegend. 7 Frames. Powdered Milk ist es komplett alles. Reis ist immer gut, Reis stopft gut. Ja, Milchpulver bin ich mir nicht so sicher. Ja, ist ja wenigstens etwas. Und es hat ein bisschen Geschmack. Ja, ja, warum ist das hier so am Laggen? Mr. Extreme Lag Spiel. So, da müsste gleich ein Laden kommen. Da kommt ein Laden. Wie weit bist du weg? Ich bin noch immer in Berenzino. Also weit. Und hier gibt's keine Autos. Ach, da! Da, wo du mit gebrochenem Bein erschossen wurdest. Lustig. Einmal die Straßenseite gewechselt, habe ich 10 Frames mehr. Ist das hier Walkie-Talkie? Ah, fuck. Ich sehe schon kommen. Ich bin gleich tot. Okay. Hast du Leute gesehen oder was? Nee, aber dieses Ausguckding von der Feuerwehr ist genau auf die Straße, wo ich gerade langlaufe. Ungünstig. Und die Türen sind alle offen. Ja, das ist sowieso. Ja, standardmäßig sind die zu. Auf den Servern, auf denen wir bisher gespielt haben. Ja. Vielleicht ist es ja hier anders. Nein. Soll ich da mal hingehen? Ach, guck mal, da habe ich zu verlieren.